You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. Wunderschönen guten Tag, liebe Rise of Kingdoms Spieler, liebe Rise of Kingdoms Spielerin. Ich will auch gar nicht zu lange schnacken, denn dieses Video hier spricht für sich. Ich habe mich mit drei weiteren Rise of Kingdoms Spieler, die ein bisschen mehr Ahnung von der Materie haben als ich, zusammen in Discord getroffen, und ich denke, der Name sollte den meisten von euch ein Begriff sein, Pakos seinen alten Rail-Account wieder zu reanimieren. Er hat früher ganz aktiv mit uns in 1776 Rise of Kingdoms gespielt, hatte direkt im ersten KVK T5, also wir reden hier wirklich von einem Rail, und hat dann einfach das Spiel bis jetzt schleifen lassen, also sich nur mal zwischendurch eingeloggt, um die Köpfe einzusammeln, aber hat kein KVK mehr gespielt, hat nicht die Dailies gemacht, also war quasi mehrere Jahre jetzt tot, ich weiß gar nicht genau wie lange. Und ja, wir versuchen heute diesen Account wiederzubeleben. Der hat über 4500 Köpfe, dadurch, dass er sich ab und zu einloggen konnte. Dann hat er einiges an Materialien. Wir können so viele legendäre Sachen schmieden. Dann wollen wir natürlich ein paar Metamärsche für ihn hochziehen. Gucken mal, was er bei den Aufrüstungen machen kann. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Video. Ich habe euch hier eine Stunde und 30 Minuten, also 90 Minuten Videomaterial, so gut es geht, zusammengekürzt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt sehr viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, ab dafür. Also, ihr seid aber einverstanden, dass ihr aufgenommen werdet, ne? Natürlich. Okay, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht mal kurz erstmal, was wollen wir heute machen? Also das ist ja Pakos Account. Pakos hat seit 2 Jahren, glaube ich, ungefähr kein Rise of Kingdoms mehr gespielt. Am Anfang hat er mit uns die ersten beiden KVKs sehr aktiv gespielt, war auch direkt in KVK 1 auf T5 und hat viel gecached, hat sich jetzt aber die letzten Jahre immer nur mal eingeloggt und ab und zu seine Köpfe eingesammelt. Hat jetzt mittlerweile 4500 Goldköpfe, hat ein paar Mets gespart, hat einige Schlüssel, ich glaube 2000 Goldschlüssel, 700 Kristallschlüssel. Dadurch, dass das Projekt ja im August stattfinden soll, hat er sich gedacht, so ey, er möchte mal wieder ein, zwei KVK spielen, hat aber natürlich keine Ahnung mehr vom Spiel und der Account ist auch momentan absolut useless. Und wir versuchen heute einfach mal zu gucken, was man aus dem Account rausholen kann, ob man überhaupt was aus dem Account rausholen kann. Und ich sag mal so, dass das Hauptziel sollte es sein, so 2-3 Metamärsche. Natürlich werden wir jetzt nicht aus dem Hut direkt gute Sets und gute Formationen zaubern können, aber er hat ja genug Goldköpfe, um einige Kommandanten auf Expertise zu machen, dass wir ihm so ein bisschen einen Weg mitgeben, was er sich so die nächsten Monate holen muss, woran er arbeiten muss, und dass wir dafür sorgen, dass er so 2-3 Metamärsche hat, mit denen er dann im KVK kämpfen kann. Das soll so Ziel sein. Und ansonsten schauen wir uns einfach nur zusammen den Account an, öffnen ein paar Sachen und ziehen die Kommandanten hoch, die wir für richtig erhalten. Ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, die ganzen Goldschlüssel und die ganzen Kristallschlüssel zu öffnen, weil das ist ja auch wichtig dafür, was wir dann hinterher bei den Ausrüstungen machen können. Und er zum Beispiel, glaube ich, auch wenn ich das richtig gesehen habe, noch gar kein Leo. Das wäre natürlich auch ziemlich wichtig, wenn er den mal kriegt. Aber ich glaube, ich habe das gerade gesehen. Ja, da ist Leo. Er hat ihn nicht. Er hat ihn nicht, ja. Ja, das ist schlecht. Ausrüstung genau. Hat er noch gar nicht. Ich glaube, er hat ein einziges goldenes Teil, ein KVK-Teil für Infanterie. Ansonsten sind seine Ausrüstungen
gar nicht vorhanden. Er hat halt aufgehört mit Rise of Kingdoms, da sind Ausrüstungen gerade erst frisch gekommen. So, also ich mache einfach mal auf. Mal gucken, was er so kriegt aus 2057 Goldschlüsseln. Und ja, auch keine. Wahrscheinlich jetzt nicht sein. Einzig Interessante wäre sogar die Mehmet. Ja, dreimal Mehmet. Fünfmal Charles. 5 CCE. Ja, kann man was mitmachen. Schauen wir mal. Die Speedups unten angucken. Nein. Der Speedups hat der Packungsaccount, glaube ich, genug. Ich weiß gar nicht mehr. Ey, weggeben. Direkt 1000 Pop-ups. Ja. Ja, der Packus muss Speedups, weiß ich gar nicht mehr. Das ist hoffentlich ja, Glücksgips drauf, oder? Ja, ein paar Speedups hat er. Nicht nur ein paar, halt. Das ist sehr gut. Reicht auf jeden Fall für ein KVK. Ja. Was meintest du, Pierre? Ich habe gesagt, hoffentlich hast du Flugscripts drauf für die Pop-Ups. für diejenigen, ne, habe ich jetzt gerade am Anfang vergessen zu erwähnen. Der Account wird hier natürlich von Pacos gestreamt, ne? Im Discord, damit ihr da Bescheid wisst. Ist nicht mein Account und wir reagieren auf das Bildmaterial und wollen das Bestmögliche rausholen und sagen Pacos, was er hier machen soll. So, ja. 641 Kristallschüssel 2, goldene, habe ich da oben gesehen. Am Netz haben wir jetzt nicht so Glück gehabt, finde ich. Kein legendäres. Kein einziges legendäres, nur drei Lila. Aua. Jetzt nicht so berauschend. Aber ich glaube, bei ihm wird sowieso erstmal ein Blaupausen scheitern. Metz hat er ein paar, aber er hat die ganzen Blaupausen nicht. Gesundheit, das war nicht ganz gut. Ja, mal gucken, was wir für ein Marvel's Control ist ein super Set-Piece. Das nimmt er für Kaff. Ist nicht Set, aber. Müssen wir mal gucken, was, was für ein Kaffmarsch wir ihn gleich machen, weil, wie gesagt, er hat eigentlich noch nichts wegen. Kommandanten ein. Also er hat halt Rise G-Expertise, aber heutzutage weiß ich nicht, ob wir den noch großartig brauchen. Vielleicht mit Museumsbuff kann man vielleicht was mit Alexander machen. Da bräuchte er Leo für. Bräuchte er aber Leo für. Genau, also das, was ich jetzt sage, ich habe da schon mal drauf geguckt gehabt, also was jetzt bei ihm gut gewesen wäre, wenn er Leo hätte, da hätte er Leo Alex spielen können. Hätte er jetzt nur 700 Köpfe sozusagen benutzt, hätte Leo Alex als guten Marsch gehabt, als relativ guten Marsch. Man muss aber sagen, man kann es ihm ja eigentlich auch auftragen, dass sobald das nächste Infanterie-Leo kommt, dass er sich Leo holt, weil er hat 110.000 Gems. So. Ja, auf jeden Fall. So, was jetzt? Weil ja auch dann demnächst der nächste Infrost kommt und der wird hoffentlich gut mit Leo funktionieren. Deswegen macht es wenig Sinn, Skippy zu maxen, sondern eher Leo für Leo Alex bis zum nächsten Wheel, bis zum nächsten Inf und dann gucken, ob Leo nächster Inf einen super Metamarsch aufgibt. Er hat nichts wirklich für Kavallerie. Er hat nichts für Kavallerie, ne. Hat er CL-Unlock? Wen? CL. Ja, Zuge. Ja, Zuge. Ja, also, genau, dann kann er zum Beispiel Zuge schon mal nehmen. Zuge Hermann wäre der beste Archer-Marsch aktuell. Also könnten wir ihn eigentlich schon mal sagen, dass das der. Also wir könnten schon mal die beiden doch hier maxen, oder nicht? Dann machen wir ihn schon mal einen Archer-Main-Marsch. Der war auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Du kannst das ist aktuell der beste Archer-Marsch. Und du, in der Theorie bei Archer musst du sogar nur das epische Equipment haben, damit du ihn wirklich nutzen kannst. Weil das epische Equipment von Archer ist das einzige epische mit einem Setbuff. Er hat dann gesagt, Pacos hat gesagt, wir dürfen machen. Also, gönnen wir uns. Ja, da müssen wir gleich mal als nächstes gucken. Mach ihn doch erstmal Level 60. Genau. Schieß in der E-Max. Müssen wir gleich erstmal gucken, ob wir genügend Teile haben, um ein episches Ausrüstungsset zu haben. Also Aufrüstung habe ich gesehen, hat er noch gar nicht. Als nächstes muss er sowieso überhaupt erstmal, wie heißt dieses komische Gebäude noch? Das können wir gleich auch. Das Staatsforum sollte eigentlich direkt einfach auf 25 ziehen, würde ich sagen. Boah, no, ich will es jetzt nicht auf 25 machen. Er hat gar nichts an Aufrüstung, er muss aufholen, ne? Immer auf dieses I-Info-Zeichen, bitte. Und dann auf oben nochmal Info. Und dann scrollen wir runter. Ich glaube, wo war das? Ich glaube, bis
22 ist relativ, also beziehungsweise 20 ist Value, weil dann kriegst du sozusagen die 18 plus 7 tägliche Entsendechancen und halt diese 5% Buff, beziehungsweise 21 für die 7% große Entsendechance. Und dann machst man normalerweise als No-Casher, ich weiß jetzt nicht, wie viel er noch reincashen will, das über diese Dinger hoch, die man immer kriegt. Ja, aber wie gesagt, ne, er hat halt gar nichts mehr Aufrüstung. Ja, Er sollte ich da muss jetzt halt schon wissen, das ob er es jetzt meiste hochziehen rausholen. möchte. Ob er es jetzt hochziehen möchte für so viel, weil dann kann er am Tag einmal mehr was holen. Es ist jetzt nicht so, als wärst du direkt ein Riesenvorteil. Ja, mit Gems kostet das auch irgendwie, glaube ich, 50.000. Genau, 50.000 Gems für ein, zwei Dinger mehr, die du am Tag hast. Meiner Meinung nach ist nicht so der Value. In der Theorie sollte bald eh nochmal ein Event kommen, wo du relativ einfach Formationen bekommst. Ich glaube, ich würde sogar eher den Scipio noch bei diesem Sternenkisten-Event dazu packen. In der Theorie, wenn der Info-Release kommt, hat er jetzt schon in der, also bald Leo Alexander. Kann er vielleicht Scipio machen. Mit dem neuen Info-Release hat er dann theoretisch vier gute Kommandanten. In der Theorie kann man für zwei Info-Märsche gehen. Ja, ist halt immer die Frage, wie er. Also, sein Problem sind ja nicht die Köpfe oder sowas, dafür hat er genug. Es geht ja darum, was er für Sets hinkriegt und was er für Arme dann dafür noch hinkriegt. Genau. Bei Archer kannst du halt nicht viel machen, aber bei Inf und Kavallerie in der Theorie. Also, genau, es gibt halt verschiedene Kombos, was du so bei fünf Märschen spielen kannst. Du kannst Ja, zweimal okay, Inf, zweimal aber Kav, ein Archer, ich denke mal, ein jetzt Inf, kurzfristig zwei. geht es auf zwei oder drei Märsche erstmal. Denke ich Weil, auch. wo soll er das Equipment herholen? Und Also Formation und drei. alles. Ein Kav, ein Archer, ein Inf. Ich glaube, er hat ja am Anfang irgendwie 450 Köpfe gehabt. Damit kann man halt 6 maxen und noch eine auf 5, 5, 5, 1, glaube ich. Ja. Ganz theoretisch, wenn wir jetzt anfangen wollen zu sparen, kann man auch Hermann auf 5, 5, 5, 1 ziehen, aber ich finde, Hey, jetzt wen wechselt der spielt auch man als wieder. erstes bei... CL. Wie bitte? Also Liam. Okay, dann... Du hast natürlich die Expertise aktiviert. Oh, das ist schon schrecklich. Ich sag's. Ja, Das ich macht hab er eben. hoffentlich noch. Ja, natürlich. Ich war gerade schon im Gedanken, aber weiter. Es glänzt gar nicht, jetzt glänzt es schön. Jetzt ist es schön. Mit Hermann kannst du eh nichts falsch machen. Nee, Hermann ist ein super, vor allem im Ballfight. Der gibt allen einen Buff. Also dem Gegner halt allen Debuff und Debuff. dir dadurch einen Buff. Er selber kriegt ja auch weniger Schaden bei Kommandanten, die den Poison-Effekt haben. Ist ja richtige Sklavenarbeit. Ja, musst du sogar was tun fürs Video. Ja. Scheiße, man, er kann Kenn sich ich nicht immer so ein gar anderes nicht. KVK Aber angucken. zum Glück musst du es ja nicht selber machen, weil Paco ist ja gerade streamt. Ja, genau. Der arme Pacus, dass er das hier alles durchdrücken muss. Ja. Na, er muss doch einfach nur unseren, ja, Auftrag Dafür folgen. kriegt er eure Expertise. Genau. Da freut sich Lilith doch vielleicht wieder ein Casher zurück. Nee, Lele würde sich mehr freuen, wenn er nochmal einen neuen Account anfangen würde, aber. Jo. Ja, es reicht doch. Du Du musst ihn nicht brauchst mehr, ihn doch. Hat er noch Markus, du einen musst ihn Account? nicht höher machen. Ja. Markus, Genau, hör auf Markus. jetzt. Verklick dich jetzt nicht. Markus, ey, Mann. Du hast jetzt auch nicht unendlich viel Goldsterne, da müssen wir auch ein bisschen drauf gucken. Aber eigentlich soll es ja reichen. Er muss jetzt noch, also bald Leo machen, Nevsky Nesli. machen wir auf jeden Fall heute auch noch. Den kriegen wir ja Ja. durch Herzenswunsch. Ich weiß gar nicht, vielleicht Genau. hat er den auch, ich habe gar nicht geguckt. Ich glaub, der hat den Unlock gehabt. Ich schicke dir gleich auch den Liang Skilltree. Was für ein VIP-Level war eigentlich? Kann ja danach gucken. Ich war interessiert, was für ein VIP-Level nach 100 Tagen oder so. Ich glaube, 100 Tage hat er nur gespielt. Da war sicher oft eingeloggt, ne? Stimmt, da gibt es ja auch immer noch. Aber das macht bei den hohen VIP-Level nicht wirklich was aus. Er ist nicht Gar nicht. Expertise. Er ist nicht Ja, Expertise, Pakos. Pakos, Mann. Mensch, ey. Da fehlt noch ein Skill, Mensch. Du hast dich. Nicht so kurz vorher aufhören, Pakos. Mal durchziehen. Zwei Jetzt auf Jahre Köpfe Expertise. gespart und dann hörst du jetzt auf.
Genau, ich hab dir den Liang Skilltree geschickt. Oh, das muss er gleich noch cachen. Ja, muss. Ah, VIP, er aber gleich. Kurz vor VIP 16. Ja, könnte man den nächsten Mod in Gems ruhig machen. 50k nochmal. 26 Köpfe. Ja. Oder er holt sich halt ein paar Packs. Das ist ja auch auf VIP 16. Direkt auch mal sich die nächsten 1-2 Wochen austoben mit dem, was EWC ratet. Vielleicht das wäre schwierig. Vielleicht 1-2 MGEs holen? Hä? Vielleicht 1-2 MGEs holen? Keine Ahnung, wie die Regelungen bei ihm sind. Wahrscheinlich nicht. Wird er erstmal kein MGE kriegen. Servus, ich bin mal wieder zurückgekommen. Ich nehme die nächsten 4 MGEs. Ja, genau! Ey, ich habe mich 2 Jahre nicht eingeloggt, aber ich finde die nächsten 4 MGEs bei mir. Ja, erstmal auch schön noch ein paar 20 Heads Event mitnehmen. Wichtig. So, jetzt lass mal hier ein Archer Set bauen, falls wir es überhaupt können. Das Epische ist wichtig. Ich geh mal auf das Set, also Pacos bitte, bei der linken Ding, auf den Menschen. Ganz unten. Die Maus weiter runter, jetzt mal rechts ein bisschen die Maus. Ey, warte. Man merkt, dass Pacos nicht 3 Jahre eingeloggt hat. Ja, Pacos, ey, 3 Jahre nicht gespielt. Ne, warte kurz. Ich will generell mal kurz angucken, was er hier hat. Wenn du rechts auf den Menschen klickst, siehst du auch gleich die Sets als Übersicht. Was für ein Menschen? Unten rechts ist ein Mensch. Ah, guck. Wie hat der Underscore? Ich sag, die App-Gaming und Pacos wissen aber beide nicht, wie das geht. Ob die das schon mal gespielt haben. Aber er hat halt 5 Millionen von diesen Kisten. Mhm. Eigentlich kannst du die alle durchcraften. Jo. Und jetzt Crit. Insta-Crit. Oh, gar kein Gold. Na. Mhm. Ja, egal, Rucksack. Er wird auf jeden Fall auf den Rucksack gehen müssen fürs Craften. Nein, schon wenn wir zu legendären Sachen kommen. Ja, klar, und wenn du dann vielleicht noch ein paar genug Blueprints hast, können wir die ja noch auf Crit ziehen, die epischen. Na gut, wenn er 3 Jahre nicht gespielt hat. Sollte er ein paar Kisten haben. Ist jetzt nicht so lucky. Ja, egal, jetzt kein Glück haben und dann gleich bei legendären. Genau. Auch wenn es so nicht funktioniert, aber. Doch. Wir glauben dran. Irgendwann kriege ich auch mal wieder einen legendären Crit. Boah, ich habe letztens geschafft, ich habe auf den Archer Bogen einen Crit bekommen und auf die Kaffhose. Das war super, habe ich mich mega gefreut. Ja, ich habe 3 Sachen Crit, ich habe halt alle 5 Sets legendär, sehr entspannt. Ja, wie viel Insta-Crit hast du bei 5 Sets bekommen? Du meinst jetzt zum Beispiel bei 5 Ringen? Ja, einen halt. Ah, oh, das ist schon eine schlechte Quote. Ich weiß, Billet hast mich. Ja, das ist normal. So, okay. Dann Waffe. Jetzt noch die Waffe. Genau. Auch da die epische, die ist sehr gut. Scheiße, Mann, ich kenne mich auch nicht mehr aus. Mensch, epische Sachen, da kennt man sie nicht aus. Flame Threads, die Boots, die Flammentritte. Die hat er auch, die können wir auch direkt auf Spezialisierung machen. Ne, die kriegen jetzt voll Crit. Wollte gerade sagen, da wo wir am meisten Blueprints von haben, die kriegen wir Instant Crit. Na, schade. Oh, geil. Das ist lucky. Und jetzt schön den Rucksack. Ja, klick einfach auf die 2 Millionen. Wow, was soll der Geiz? Crit. So, jetzt bloß nicht verklinken, Packers. Jo, bitte nicht auf Ingenieur wählen. Ah, danke. So, wegen, genau. Jetzt haben wir noch ein Horn hinterher und einen Ring. Ich glaube nicht, dass er die haben wird. Halt. Kannst du mal gucken, wie viel Punkte er hat von der Crystal Tech, diese Coins da? 150.000. Ja, das reicht fast. Ein bisschen durchschauen, oder kannst du schon gleich einen Ring holen? Na ja, gut, das ist halt nichts, ne? Ja, da würde ich aber das nochmal craften, anstatt... Du bist auch veredeln, ne? Du bist auch veredeln, anstatt auf craften. Ne, pack es oben, genau, da schmieden. Genau, jetzt auf den Ring. Kann man einfach mal craften, würde ich sagen. Nee, oder? Aber jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Noch nicht, erst am Ende, erst gucken, was wir haben. Genau. Letzte Priorität. Kannst du nochmal bei ihm gucken, ob er noch so random Kisten hat von irgendwas? Erstmal also auf jeden Fall ist das Archer-Set jetzt erstmal okay. Jetzt müsste er dafür die Accessoires noch bekommen. Zum Beispiel kann er sich, wenn du mit einem Canyon mal guckst. Also mit einem Canyon mal reinguckst. Akkus, Canyon. Pelona Canyon. Oben rechts. Ah, stark. Ja, genau, kannst du erstmal die Flagge kaufen. Jo. Und den Crystal oben natürlich.
Ja, den hier. Chris. Genau, ja. Der Icon Crystal Pakkus. Dann die Flagge. Die Hose sah eigentlich auch relativ gut für sein Inf, wenn er jetzt auf Inf gehen wollen würde. Reicht ja, du das? Kannst halt. Naja, ich würde. Also, man kann die kaufen. Ich reichen, ja, das reicht. Ich würde erstmal warten. Vielleicht hat er es ja schon. Ich weiß nicht. Er kann die kaufen, aber nicht craften. Genau, das, ist, das die kauft man als allerletztes, was man macht. Ja, stimmt. Das, müsste, das muss halt auf Crit sein, damit es sich lohnt. Gegenüber der epischen Hose. Aber da kann sich da zum Beispiel Kenny schon mal die Mets kaufen. Also das hat jetzt hier momentan sein Impfset so. Ja, die Hose auf Crit, dann ist sie besser als die legendäre. Beziehungsweise nicht besser, aber dann lohnt sich der Upgrade erstmal nicht. Gott, die Brustplatte müssen wir auf jeden Fall verändern. Ja. Das bringt Angriff. Hauptcloak. Richtig unlucky. Das wäre jetzt schön, wenn das jetzt integriert wäre. Gott. Das können wir nicht mehr, ne? Warte. Ja, okay, jetzt kein Glück haben, denk dran. Und dann beim Legendären. Dann musst du gleich mal ein bisschen Gold öffnen, das ist irgendwie schon. Boah. Scheiße. Hä, es geht immer noch. Wie viel hat der von den Dingern? Ja, der hat sich 3 Jahre nur eingeloggt, der hat. Ja, früher hast du die, glaube ich, auch beim Canyon bekommen. Das kann ich nicht. So, das Ding aber oh mein Gott. Er hat den Schiss gekriegt, ne? Ah, Pakkos. Ja, der Pakkos kennt sich aber das macht spannend. Bogenschützen-Set wollen wir jetzt erstmal so lassen, oder was? Wir können ja gucken, ob wir jetzt noch ein anderes Set die epischen brauchen. Ansonsten können wir die epischen auch versuchen, alle zu critten. Die, zum Beispiel für der Brustplatte, da habe ich gesehen, da hat er richtig viele Kisten. Die Brustplatte kannst du eigentlich schon critten. Davon hat er irgendwie ordentlich Kisten gehabt. Und jetzt wieder schön wieder drauf. Das ist immer diese Leute, die keine Milliarden Gold rumliegen haben. Ganz schlimm. Sehr gut. So. Jetzt sind wir wieder bei Bogenschützen. Da muss man ja auch aufpassen, ne? Ja, der Pakkus weiß das, ey. Okay. Jetzt könnte man fast denken, er hat das Spiel schon mal gespielt. Er hatte ja früher. Er war ja 1776 und ist immer noch 1776. Genau, jetzt müssen wir sozusagen gucken, ob er als nächstes auf den Kaff oder auf den Archermarsch geht. Was hat denn da, kann er noch oben anlocken? Also ja, wie gesagt, Nevsky können wir ihn holen. Was kann man Nevsky spielen? Kann man Nevsky Willem spielen? Kann man, aber ist nicht Nevsky so. Nevsky Mina kann man spielen mit Double. Ja, aber er wird im Museumsbuff wird er die nächsten 2 Monate nicht hinkriegen. Ich würde dann vielleicht sogar eher so was wie Joan versuchen. Genau, Joan und Hur oder ja, Joan Hur ist eigentlich besser als Nevsky Joan. Scheiße, ey, ja. Einen Kaffmarsch müssen wir doch noch irgendwie hinkriegen. Ja, Nevsky grenzt halt. Also Joan ist relativ Lest. Einfach zu bekommen, ist halt auch real. Aber Nevsky ist meiner Meinung nach langsam schon so, dass er rausrutscht, weil Joan Hu eigentlich schon geiler zu spielen ist. Also wenn er erstmal Hu Joan, weil Hu muss First sein, aber die Sache ist halt, ja, man, ja. Hu Joan ist halt geiler für so Altäre, weil Healing und so weiter und so fort. Problem ist, im Open Field hast halt der Nevsky Debuff einfach so eine Priorität, glaube ich. Irgendwie so 45% weniger Verteidigung ist halt schon krass. Also, ja, der Nevsky William kann man auch benutzen. Kann man gleich auch noch kaufen, da ist auch nochmal irgendwie so ein episches Ding dabei. Da ist der Pakkus sehr motiviert. Ja, aber bloß nicht die Baus wieder durchhauen, davon hat er nichts mehr. Genau, sein Hermann ist super. In der Theorie kann ich jetzt auf Pakkus dieses Herztruhen-Ding-Event machen, also ein paar ja. Köpfe zu kriegen. Er kann dann auch William mit reinpacken, dann macht er Nevsky William und dann hat er. Warte, guck mal bitte, was mal. Also Pakkus, geh mal bitte auf den Kommandanten, klick einfach mal. Genau. Ja, also Huren raus. Huren raus, ja. Die Pio würde ich sogar drin lassen. Es gibt euch nichts anderes, was du dafür reinmachen sollst. Du kannst ja leider keinen Joan kriegen. Geh mal runter, Pakkus. Aber runter scrollen. Gott, oh Gott. Nochmal. Oh Gott. Also ich würde sagen, er geht eindeutig auf Siege Marsh. Mach Alex rein. Nee, stimmt, mach Alex, ja. Mach Alex. Alex ist Expertise. Ja, das, genau das willst du ja. Wenn du nämlich dann Alex siehst, kriegst du einfach einen Schlüssel zurück. Ja, okay. Ja gut, da kann aber auch Boudica rausnehmen und macht auch noch jemand anderen, der Expertise ist. Ich glaube, er hat keine andere Expertise. Echt nicht? Hat er nicht noch irgendwie Konstantin oder? Ja, wenn man
wenn man 2 Jahre nicht spielt, dann... Ey, dieses Schlüssel-Event hat mir gar nichts gebracht, Junge. Alles, was ich bekommen habe, war mein Alex, den ich weiter hochziehen konnte. Er will eigentlich den Nevsky eher. Ja, Nevsky sollte eigentlich schon einen Unlock kriegen. Das Miese ist, dass er halt nur 100 Keys öffnen kann. Oh, stimmt. Ja, yeah. Und jetzt sagst du, jetzt gerade hast du noch gesagt, ach, es wird easy. Am Ende kriegt er ihn wirklich nicht. Ich glaube, man kann ihn sogar bei der normalen legendären Truhe, glaube ich, kriegen. Da kann er auch mal gucken, er hat jeden Tag einen bekommen, vielleicht hat er diese Kiste zum direkt auswählen, weißt du? Nochmal eben. In der Taverne, Pakus. Ich ja, frage weiter, wo seine Taverne ist. Da, wo meistens so eine Truhe drüber ist, rechts daneben. Ja. Okay. Guck mal, wenn er da jetzt 80 Köpfe reinpackt, 80 Schlüssel, dann kriegt er sicher ein. Pakus, geh mal bitte kurz auf die kleine Truhe. Neben der Zahl. Nein, nein, nein. Unten, neben der Zahl. Das ist der Shop. Einkaufswagen. Jetzt scrollen sie und suchen sie die Nevsky. Ah ja, da ist er. Alexander Nevsky. Genau, also wenn er da die 80 Köpfe macht, kriegt er die Putzen, dann kriegt er dann noch 100% in Nevsky. Jo, aber machen wir erstmal nochmal Herzenswunsch, würde ich sagen, oder? Ja. Ach, die will man ja eigentlich nicht gerade. Ja, aber trotzdem schön. Die ganze Kommandant ist nicht schön. Ja, vielleicht nehmen wir das 5-Euro-Paket, nochmal 10 Goldköpfe, wäre gut. Die haben das Spiel so getrimmt, Junge. Ich habe auch dreimal voll Alex bekommen und nicht ein einziges Mal irgendwie irgendwas anderes Schönes. Ich mache Herzenswunsch nur noch für die Kristallquest. Ah, er hat einen William, glaube ich, bekommen, oder? Ja. Schön. Und den William müsste man auch nicht so hochziehen zum Spielen, wenn man den nehmen wollen würde. Jo, nur 5-5-5-1. Genau, nur 340. Oh, nochmal cashen. Oh, oh. Da zittert so sein Finger. nur auf 10. Genau. Und jetzt bloß nicht verklicken auf alle. Ja, der Pakus, der kann das. Yes. Oh, Coins, schön. Konstantin, ja. Immer auch Pakus. Meter. Ey, mit Gorgo. Für Canyon. Alles Nummer 3, einfach einzelne. Oh, Nevsky. Das ist ja schon fast Expertise. Oh. Ja, wunderbar. Die Garrison. Komplett runter. Und über William. Nee, über. Genau, ja. Und jetzt auf Bestätigung, dann kriegen wir den Unlock. Und dann rechts gleich mal auf den Shop drücken, auf dem Einkaufswagen, wo du vorhin schon warst. Oh mein Gott. Da kann er entweder die Schlüssel holen oder die Köpfe, aber. Ja, gerade erstmal nichts, er braucht beides nicht gerade. Ja. Einfach warten. KVK again, dachte ich mir auch so, boah, zum Glück verdient er damit mega viel Geld, Mann, wie abfuckt das für ihn sein müsste. Er investiert immer so gefühlt sein ganzes Leben in so ein KVK, zockt so eine Woche durch in Kingsland, schläft nicht, vernachlässigt seine Familie und verliert jedes Mal. Wenn er dafür nicht bezahlt werden würde, Mann, wie traurig das wäre. Das ist Average Way Problem. Ja, und jetzt ist er bei uns mit seinem Restart bei uns im AKVK, wo er wahrscheinlich den Stern nicht kriegt. Der investiert bei euch auch noch so rein, kriegt nicht mal Kämpfe. Bei euch gewinnt er auch 30-60. Die sind doch unten links schon mal aus dem Pass rausgekommen und schon mal ihre Stärke zu zeigen. Ja, weißt du, bei uns war es so, wir haben super KVK von den Gegnern her, ne? Wir haben super KVK von den Gegnern her. Und was passiert unten? In Kingdom mit 200.000 Spieler kommt nicht mal aus dem Pass auf in Zone 5, Junge. Verarscht, wie ich mich denn fühlen. Wir haben oben wirklich 3 Tage lang durchgefightet und hat jeder richtig viel Spaß gehabt und die unten konnten ihre Flaggen bauen.
Also ein Kaffset haben wir auch noch nicht. Wir müssen jetzt Kaffset machen. Perfekt. Ist eigentlich einfach, du kannst erstmal Starbus Control. Ich finde Starbus Control super. Obwohl, ich würde die sogar relativ am Ende machen. Geh mal auf Helme. Okay. Wir können ja dann immer noch sagen, wir haben mehr Mats, wir können jetzt auch ein Goldhelm für irgendwas craften. Unten links. Im blauen, mit diesem... Mit diesem roten Ding im Kopf, ja. Der ist extrem gut. Weil den kriegst du easy auf Crit und dann hast du halt 9% drauf oder so. Oder 8% Cuff Defense für Lau. Den habe ich immer noch bei mir drauf und habe alle anderen Pieces of Gold. Deswegen sind deine Trades auch so scheiße. Ja, ich weiß. Was wir machen, Karnhelm habe ich noch nicht. Er kann nochmal gucken, wie viele Coins er hat. Du meinst diese Season Coins? Mhm, ist schon geil, ja, wenn er das hast du doch schon gefragt, hat doch Marcel gesagt. Nein, nicht 150. Die Season Coins, ich meine die KVK Coins, aber sich. Achso. Die Conquest Coins, glaube ich. Ah! Kurs, ey! Aber ihr seid aufmerksam, nicht schlecht. Ja, fuck jetzt. Wir müssen hier jemanden hier liken, der keine Ahnung vom Spiel hat, ne? wo ist er jetzt? Meistens ganz oben. Ja, mal gucken, wenn jetzt der Pakus aktiv werden möchte, ob er auch Ciroli macht. So, und jetzt einfach restliches Goldset und dann. Achso, restliches Goldset. Red Gold ab jetzt. Also, ich kenne mich leider nicht aus, was Episches angeht im Kampf. Also, episch ist die Brustwaffe. Ah, die Waffe ist noch gut. Extrem. Die Waffe ist extrem. Ja, die gut, Waffe ist auch sehr nice, die epische. Du bist wieder auf veredeln, Pakus. Mann, ey, diese Leistung. Man merkt, der lockt sich wirklich nur ein. Ich soll von Pakus sagen, das ist gar nicht so einfach, so Leuten nach dem Wort zu klicken. Ja, alles gut. Sag mal, Pakus, wir verzeihen ihm. Okay. Das ist jetzt auf Krippe natürlich schon geil. Können wir ja gleich gucken. Handschuhe kann man eigentlich schon durchs Goldene machen. Die Epische bringt irgendwie 3% Angriff und Gesundheit, aber das Goldene bringt irgendwie 8% halt Gesundheit. Genau. Das ist viel besser. Ich habe jetzt nicht genau verstanden. Hauptcloak hättest du machen sollen für Info, der super ist, aber wir haben ja aktuell keinen Inf-Marsch. Deswegen erstmal für jeden Marsch erstmal ein Set hochziehen, würde ich machen. Mhm. Der hat mehr als genug, der kann das ruhig machen. Der hat keine Ahnung, 500 Legendäre. Da wird ein Hauptcloak nichts dran ändern. Ja, aber er hat ja gar keinen Marsch gerade. Bis er Leo hat, dann Leo Alex, das können wir erstmal sein Kraftset und sein Archer-Set machen. Setting ist nochmal besser, aber für halt wieder die kompletten Blaupausen. Ja, genau, beim Kraftset nimmt man halt dann zum Beispiel. Das habe ich jetzt öfter gesehen, nimmt man Non-Set Hose, Non-Set Handschuhe, Set Schuhe, Set Brust und dann halt dann KVK Helm und oder beziehungsweise Low Set wäre dann halt blauer Helm, lila Waffe und High Set wäre dann KVK Helm, KVK Waffe. Das ist schon echt geil, weil 12% Kraft hilft. Ja, wenn das jetzt auf Crit geht. Ich habe das Ding zweimal. Das habe ich auch einmal gemacht und hab's direkt Crit bekommen, also. Ja, ich hab's null Crit. Boah, jetzt ist natürlich. Das ist jetzt wieder eine andere Ausnummer. Halt langsam weh. Ja, einfach Critten. Mach. Wenn das halt auf Crit geht. Mach. Also, das so Hintergrund, mach. Sag auf jeden Fall, wie es ist. Crit hast du 16% Health plus 4% Base Health. Das ist halt schon geil. Jo. Und die Conny-Kristen ist halt auch noch ein paar. Genau. Ja, das kriegst du easy. Jedes das ist easy Crit. Das ist jetzt schon Crit. Das ist jetzt schon Crit? Ja, vertrau. Ich hab so viel Crits, ich weiß das doch. Ach, schade. Ja, das ist. Mann, Pakos hat sich verklickt. Egal, noch was zum Cashen. Falsche Hose, Wir haben die falsche Hose gekauft. War doch kacke. Dismantle neu craften. Ja, gut, noch 206 epische. Das lohnt sich. Ja, die Hose kann er gleich erstmal auf ikonisch machen. Allein die epischen sind nochmal 50 legendäre. Ja, dann machst du erstmal die Hose. Dann kriegt ja nämlich mal 3% Base Health dazu. Perfekt. Kannst du dann auch die Handschuhe vielleicht rösen? Weißt du, wir haben nur blaue. Ja, aber die epischen sind scheiße, die bringen Angriff. Ja, dann nimm mal die blauen, dann hast du Kraftgesundheit plus Smart Speed. Das kann man auf jeden Fall nutzen. 17,76 ist, glaube ich, auch in einem höheren Seed, aber ich glaube, irgendwie so B-Seed. Sind die überhaupt B-Seed? Ja, sollte schon mit dem Account, sollte er erstmal in Low-Seed gehen. Genau. Oder wenn er mehr Cash kann, er auch so einen B-Seed gehen. Ja. Ist halt dann er ist halt alles wichtig, so mit der Crystal Tech, wie hoch er die machen kann.
und auf Kavallerie. Sehr gut, Pakus. Er lernt nach dem 12. Curve. So, und jetzt Handschuhe Gold, ne? Ja, wenn es noch geht. Alter. Probieren. Auf jeden Fall ein Crit wäre super. Jetzt ist Crit. Jetzt kommt ein Crit. Auch wenn er Hose geiler ist als Handschuhe, aber ist okay. Ey, danach kommt euch sogar nochmal. Guck mal, das geht sogar ohne Kiste. Danach. Ja, stimmt. Jetzt geht sofort, wenn du drauf kriegst, glaube ich. Ja. Yeah. Aber doch nicht. Und nix. Ja, fast der Crit. Ja, das hat schon gekratzt. Das hat schon gekratzt am Crit. Beim nächsten Mal. Genau, die Brust und Waffe kannst du auf Crit ziehen. Die Waffe kann er nicht erstmal lange drauf lassen. Die muss er nicht upgraden. Nö, die ist sehr, sehr gut. Die nutze ich immer noch beim ersten Cuffset. Oh, da ist der Crit. Guck mal, jetzt hat er 17% Defense. Ja, ne, so die, genau. Die ist auch noch sehr gut. Theoretisch als erstes müsste halt bei dem Set irgendwie die Schuhe vielleicht upgraden. Ja, das brauche ich erstmal, was das war's. Oh, nochmal. Also das jetzt läuft, ne? Jetzt müssen wir irgendwas Legendäres craften. Sofort rein da. So. Hast du die Flagge schon gecraftet? Für den Adler? Aber Pakus kann das ja gleich machen. Hat der überhaupt irgendwas an Armaments? Ich glaube gar nicht. Ne? Nein, er hat wirklich. Sieht der überhaupt was? Ja, genau. Wedge könnte ich mich schon mal ausrüsten. Ich finde es sehr gut, dass Pakus sofort die richtige Formation findet. Ja, als hätte doch irgendwie Ahnung und hätte schon mal gespielt. Oh, 0,6 Bogenschützengesundheit. Alter! Die braucht er. Jetzt wird's, jetzt hat er die 30% von anderen aufgeholt. Hier ist gar nichts. Der und dann noch irgendwie so noch Panzer aufgeholt. Alter. Alles aufgeholt, Junge. Ja, kannst du ihm einfach mal sagen, am besten nimmt er einfach dieses Supply dauerhaft. 24/7. Oh, Kaffgesundheit. Junge. Ey, guck mal, der. Oh, Marshall! Er läuft schneller zu Hause. Das braucht man zum Richard. Die Brust muss eigentlich schon weg als erstes. Scheiße. Hat er denn eine Blaupause für diesen Hope-Cloak? Ja, hat er. Na, perfekt. Na dann, Hope-Cloak. Das wollte ich schon vor 10 Minuten craften. Perfekt, denke ich auch so, Alter, was machen die Idioten? Ja, wir wollten halt gucken, ob das andere erst reicht. Guck. Reicht nämlich nicht. Das reicht doch. Alles. Das reicht alles. Der hat so auf, viel. Immer auf zerlegen. Wir haben da so viele Sachen, die wir nicht brauchen. Au. Das grüne wegmachen, das blaue. Genau, den zerleg schon mal. Auf El Kitkis kann aber auch sowas von runter von Mina und von so zu Arten. Nee, das kann man doch irgendwann in Ruhe machen, also das machen wir jetzt nicht. Wir können auch vieles craften, ne? Wir können vieles upgraden, das ist der Punkt. Du kannst ist jetzt auch erstmal die Entscheidung von Pakus, ob er es jetzt machen möchte. Ja, okay. Beziehungsweise, ja, ob Pakus jetzt sich dafür doch nicht entscheidet, weil er zu faul ist, wäre natürlich ein blöder Punkt, ne? Why'd you pull the trigger? You won't find the light in the smoke and mirrors. You're screaming my name, we're lost in the haze. Baby, tell me, are you entertained? They're saying my name, calling me insane. I'm running like a bullet to the brain, 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 brain. Kann man wieder schön was craften. In den Hope-Cloak, diesen blauen, zweite Reihe von unten bei den legendären links. Genau. Den für seinen Infanterie-Marsch. Was hast du gesagt, Fake? Das ist das Einzige, was wir spielen können, das andere ist alles nicht gut. Ich bin ja auch mal über Marcel seinen Account rübergehen. Dann machen Stream, wir machen einen Stream an, gehen auf Le Ding und gucken, was man für Accounts kaufen kann. Was? Accounts kaufen? Schenken. Beziehungsweise umsonst spielen. Bei Mist, ey. Pop-up. Nicht
Also, eigentlich solltest du die gleich Sachen wirklich mal kaufen. So viel bevor wie sie weggehen, ne? Kauf erst noch dein eigenes, kauf ein paar Sachen für die Crystal Tech. Hey. Gegen die Barbaren, ich sag's dir. Da kann Vokasa schon vorbei, was soll ich jetzt noch Crystal Tech? Gegen die Barbaren, ich sag's dir. Genau, die Flagge noch craften. Das waren wir jetzt echt lange, 30 Minuten, ey. Du musst ja mal ein bisschen was rausschneiden. Ja. Zum Beispiel da, wo wir alles zerstört haben. Und den Account, gesagt haben, dass der Account kaufen soll. Nix. Ja, bei Archer ist das Problem, du kannst wirklich nicht viel von den Nunset machen. Kann er nochmal auf seine Kisten gehen, ob er irgendwas hat? Ob er vielleicht irgendwie so... Bitte mal das Epische, bitte. Hat er nicht so... Faye kann nicht. Das dauert hier alles so lange. Immer oben auf diese komische Kiste da, diese goldene. Da ist diese random. Das ist... Ne, das sollte das eigentlich der auch die Set-Sachen machen, wegen Fortgeschrittene. Nochmal Maximum. Geh mal auf Verwenden. Jetzt natürlich nicht auf Bestätigen. Ja, nicht auf Bestätigen drücken, ob wir das Sets machen können. Nein, die ist scheiße. Ja, also du kannst nichts machen. Kannst nichts machen. Auch das Bild kann man direkt dann auswählen. Ja, hat er noch nur 20, oder? Ja. Ja, aber trotzdem auswählen. Braucht er ja. Wir machen jetzt das epische Crit. Weil die Idee von Fake, dass er einfach mal so 10 Millionen oder 100 Millionen Gold auflädt, wäre echt eine gute gewesen. Ja, aber Bakos hat nicht immer so. Genau. Wir mögen ja das Ganze kicken. Bogenschützen, ey, der lernt. Wer jetzt Druck vom Fake bekommen ist, das Jahr ist so langsam. der Typ hat 4500 Köpfe, ne? Jetzt hat er so ein KVK3 Equipment. Also jetzt sollte auf jeden Fall noch ein bisschen Crystal Tech diesen KVK machen, damit er sich den Ring holen kann. Wir kämpfen aber halt auch erstmal, das KVK wird sehr schwierig. Aber er muss ja nur die Küsse machen. Genau. Oh. Ja, ich will nicht sagen, aber die kann man wie ein Pnischip. Erstmal noch ein paar Gems ausgeben, er hat eh 110.000. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig, dass man da mal ein paar Prozent rauskriegt. Oh. Machen wir jetzt 75. Ey, dieses Cookie-Kick, das ist ja richtig. Er hat nicht genug epische. Er hätte noch 100 Tage sich mehr einloggen sollen. Unten das Buch einfach mal auf gut Glück. Nein, er kann noch ein neues craften. Nein. Das weißt du also der App-Gaming. Tut mir leid, das Buch finde ich halt kacke. Ich würde es gar nicht craften, aber wenn. Ja, bevor er nichts hat, geh mal auf deinen Kaff. Bevor du nichts hast, kannst du wirklich das noch draufhauen. Der Nevsky? Ja, der Pakos kennt die ganzen Kommandanten jetzt leider. Hat er den Set Infern? Ja. Geil. Er kann eigentlich auch noch seine Waffe kann er noch auf ikonisch machen, weil das ist eh die Waffe, die bringt er extrem. Was bringt nochmal der Inf-Set-Helm? Warte, ich gucke. Er bringt... Hab ich nie gecraftet. 11% Inf-Defense. Ja, okay. Und Base-Defense, wenn man dann auf ikonisch zieht. Ganz links. Na, jetzt links. Jetzt links. Jetzt schnell schmieden. Alter, wie viele kommen wieder? Der Schmied konnte nur durch einloggen. Ja, es lohnt sich, ey. 300. Wie viel war es? 300 Tage, sogar mehr? Kommt was zusammen. Jetzt brauche ich aber langsam mal einen Crit. Das ist echt eine schlechte Quote. Lindelf macht. Sag's dir. Lindelf macht echt schlechte Werbung. Ja. Also, keiner spielt mehr schlechte Spiel. Werbung. Keiner spielt mehr dieses Spiel, ey. Krass, ey. Aber wenn er soll, der hätte jetzt bald schon bessere Setter als ich, das ist ja voll. Bruder, wie? Marcel, du musst mal wirklich Tyroni durchspielen. Du solltest dich mindestens auch mal einloggen. kann er den Dragon Breath Helm noch machen? Oder hab ich mich verguckt? Aufrücken, genau. Oh. Ey, da kommt was. Da kommt jetzt eine Double Inscription raus, sag ich dir. Ist das schon mal richtig krass? 12. Oh, ein Keil. Oh. Oh, ein Kampfangriff. Stark. Ja, jetzt bei den Ewigen, da kriegt was Besseres, als was ich habe. Sogar als Inscription. Das ist sogar gut eigentlich für sein Level bisher. Ist auch gut. Ja, kann man machen. Ja.
Ist alles ein Upgrade. Ja, weil er noch nichts drin hat. Oh, geil. Oh! Marschtempo, er läuft schneller nach Hause, wenn er stirbt. Wie gut. Das war. Das ist Infanterie. Nimm mal das zweite. Nimm mal das zweite. Oh, scheiße. Aber Infanterie kann er momentan nicht spielen, bis Leo kommt, also. Der hat doch was Benzlers noch bekommen für Archer. Geh mal, Pakus, geh mal wieder da drauf, auf diese Formation. Und oben links. Das oben links. Und jetzt das auch mit Inscription, also diesen Punkt. Aber ich sage noch nicht, was eine Inscription ist, leider. Das sind nur 6 Dinger, du kannst das schon machen. Den kriegst du auch nur durchgeklickt, oder? Ey, gut, dass du das auf Kraft gemacht hast, wir haben komplett die Übersicht verloren. Ey, nochmal ein bisschen schneller zurücklaufen. Ja, nix. Ja, bin ich schon neidisch drauf, aber. In der Theorie, wenn er aber ja Leo Alex spielt, ich mach selber es nicht, aber man muss ja dann diese andere Formation nehmen, oder? Ja, Archformation. Ach, scheiße. Auf Alex wird er ja dann eh nichts drauf. Ich glaube, mehr Sinnvolles kann man jetzt hier gerade nicht machen, ne? Pakus braucht Aufrüstungen und Pakus braucht Leo. Genau. Und auch John. John braucht noch, genau. Hu. Ja, Hu vielleicht erstmal nicht so einen Kaufmarsch anstatt auf Kauf 2 gehen. Aber eigentlich. Erstmal John. Aber Hu wäre auch geil. Wenn er aktiv spielt, jedes Event mitmacht, vielleicht noch ein bisschen was für die Formation cashen, auch wenn es sehr, sehr mit Glück verbunden ist, dann kann was drauf machen. Seine Main-Märsche werden dann jetzt Liang, Hermann, dann. Nevsky und Hu? Joan. Joan. Und genau. Leo und Alex. Mhm. Und ansonsten muss er auf jeden Fall absolut priorisieren, mal ein paar Aufrüstungen zu kriegen. Ein paar Blueprints, genau. Bei Egg-Events oder Hammer-Events. Da kann man in der Theorie später noch die Kfz-Brustplatte machen. Erstmal vielleicht die Kfz-Schuhe, die bringen irgendwie 7,5% Gesundheit oder so. Irgendwann kann man auch noch den KVK hinmachen, das ist halt ein längeres Ziel, dafür muss er erstmal KVK gewinnen. Bei nee, muss gar nicht mehr gewinnen. Da muss man nee, du musst einfach nur Crystal Spend, 100 Points und Kills. Da muss man. Also man kann erstmal versuchen, natürlich die epischen Sachen auf Crit zu machen, aber sonst das Epische ist so gut, da kann man erstmal ein bisschen lassen, die anderen upgraden. Was war nochmal bei Infanterie? Ja, vor allen Dingen bei. Bei den Bogis hat er ja wirklich 2 Meta-Kommandanten, so. Ja. Ja, Infanterie muss eigentlich halt, nur. Er muss halt die Crystal-Tag pushen, damit er die Coins bekommt, damit er sich Ringe Horn holen kann. Und er muss Museumsbuff Alex auf jeden Fall beide kriegen. Oh, hier. Das hier sogar. Ich habe gehört, man kriegt auch andere. Also es gibt welche, die Ressourcen schenken. Genau. Willkommen zum Schlusswort, meine lieben Rise of Kingdom Spieler und Spielerinnen. Was ein krasses Video, wie ich finde. Wir haben hier wirklich einiges geschafft und ich hoffe, das Video ist so bei euch angekommen, wie ich es mir hoffe. Ich habe mir extrem viel Mühe im Schnitt gegeben. Hoffe, das Video hat euch auch so über die volle Länge unterhalten. Wenn das so ist, dann lasst doch gerne mal ein Like da für unsere deutschsprachige Community, für mehr Rise of Kingdoms Content dieser Art, der so ein bisschen, ich würde mal sagen, spezieller ist, so ein bisschen, ja, einzigartiger. Auch vielen, vielen Dank nochmal an Pakus und an die drei, die hier geholfen haben bei dem Video. Was haben wir heute nochmal zusammengefasst alles gemacht? Wir haben über 2000 Goldköpfe benutzt, 3 Kommandanten-Expertise gemacht. Wir haben 3 Sets, Ausrüstungssets geschmiedet. Ich glaube 5 goldene Teile. Wir haben 10 oder 12 epische Teile, wovon die Hälfte direkt eine Spezifikation bekommen hat. Wir haben die Märsche abgespeichert. Wir haben fast 3000 Schlüssel aufgeteilt in Kristallschlüssel, Goldschlüssel, und all die anderen Herrscherschlüssel. Ja, wir haben das Herzenswunsch-Event gemacht. Wir haben ein paar Aufrüstungen gemacht. Heidi ho, was haben wir in diesem Video alles hier gemacht? Wir haben den Account, denke ich, auf einen guten Weg gebracht. Natürlich gibt es da jetzt einiges zu tun. Er war 2 Jahre inaktiv. Was soll man da erwarten? Aber ich denke, wenn Pakus wieder den Spielspaß von früher entdeckt und den ein oder anderen KVK jetzt in Zukunft mitspielt, dann wird er auf jeden Fall auch wieder der Rail, den er war.
oder der er mal war. Ich kann schon nicht mehr sprechen, Leute. Das Video ist zu lang gewesen. Ich danke euch vielmals, ja? Ich muss unter 50 Minuten bleiben. Lasst einen Like da und viel Spaß mit dem weiteren Rise of Kingdoms Content, den ihr so auf dem Kanal hier findet. Ciao, ciao, Freunde.